Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns ein Eisenwerk an. Man kommt hier überall rein, steht alles, ja, wie Tag der offenen Tür, es steht wirklich alles offen. Ich bin auch schon echt überrascht und ich bin unterwegs mit Lost Place Discovery und Luca muss da hinten schon irgendwo sein. Und man sieht hier schon so eine Anmeldung oder sowas. Lohnbüro, Sprechzeiten für die Mitarbeiter. Hier liegen einfach Unterlagen, Lebenslauf, Bewerbung. Liegt hier einfach rum. Guck mal, wie viel hier rumliegt. Sogar mit Foto, noch allem drum und dran. Hier, Urkunde. Liegt einfach mal hier so rum. Zeugnis, Bescheinigung, alles Mögliche. Hier liegt einfach mal eine Sterbeurkunde. Ich glaub's ja wohl nicht. Quittung, alles voll. Guckt euch das an. Hier, ein Safe noch, oder? Das ist ein Safe. Hier, der ganze Schreibtisch, hier auch noch. Alles voller Bewerbung. Lebensläufe. Wahnsinn. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was hier passiert ist, aber vielleicht haben sie noch Informationen gekriegt und haben dann angefangen, die Unterlagen zu schreddern. Ihr seht, haben sie noch mal ordentlich Gas gegeben. Ich glaube, da unten, da liegt auch noch einiges. Da wollen wir jetzt auch noch mal hingehen. Wenn man jetzt hier so runterkommt, seht ihr das? Hier liegt noch mehr zerschreddertes Papier. Wer weiß, was hier jetzt für Daten drin sind, ne? In den ganzen Schränken, Ordner drinne. Boah, Wahnsinn, was die da immer zurücklassen. Das hatte ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt. Also wenn die Firma Insolvenz geht und pleite geht und die ganzen Mitarbeiter werden entlassen, dann ist das ja klar. Also wenn ich jetzt gekündigt wäre, würde ich den Scheiß auch nicht wegräumen, ja. Also dann deswegen bleibt der ganze Kram ja auch immer hier liegen. Es kann sich halt keiner mehr drum kümmern. Also wenn ich nicht bezahlt werde, dann mache ich das auch nicht. Und dann seht ihr auch eben halt, was dadurch passiert. Die ganzen Akten, ja. Man kann ja überall rein. Im ganzen Gebäude, überall stehen die Türen offen, Fenster offen. Und dann hier, wie gesagt, Kontoauszüge, Bewerbung, Lebensläufe, alles Mögliche. Sogar Sterbeurkunde. Was ich jetzt hier beim Vorbeilaufen nochmal gesehen habe, ein Kalender von 2019. Also es könnte sein, dass es von 2019 verlassen ist. Hier nochmal eine Karte. Vielleicht hatten sie auch die LKW-Fahrer, die sind dann hier reingekommen und haben mal geguckt, wo sie langfahren müssen. Hier sind die LKWs dann raufgefahren. Hier ist nämlich eine Waage. Da ist eine Schranke, die war vorher runter, ne? Dann haben sie eben halt die LKWs gewogen. Hier sieht man übrigens alles voller Kreide. Ich fasse da jetzt auch nichts an. Ja, da haben sie das gewogen. Telefon steht hier noch. Und dann sämtliche Sachen. Aber das ist jetzt alles voller Kreide. Hier ist noch ein Pult, wo man die Schranke mit aufmachen konnte. Konnte, ja. Ist leider nicht mehr aktiv. Hier sieht man Tür auf. Ja, hier auf den Innenhof. Tür auf, Fenster auf. Hier auch da hinten Tür. Fenster, da auch Tür auf. Ja, das Tor ist auf, hier kann man auch reingehen. Überall ist offen. Ist ja Wahnsinn, du kommst wirklich überall rein. Guck mal, der ganze Boden ist aus Holz. Also es gibt schon länger das Gebäude. Total kaputt. Hier stehen irgendwelche Paletten. Ich weiß aber nicht, was da drauf ist. Irgendwelche Steine oder sowas. Vielleicht finde ich irgendwo einen Anhaltspunkt, dass hier irgendwo was draufsteht. Ja, italienisch. Speiserhülsen steht hier drauf. Absolut kein Plan, was das sein soll. Ja, wie gesagt, der Holzboden, der ist auch nicht mehr so gut. Man hört es knacken. Die ganzen Bohlen liegen hier noch rum. Guck mal, hier ist schon so eine Laufkatze in dieser kleinen Halle. In dieser niedrigen Halle, will ich mal sagen. Ja, dann stehen hier überall halt Paletten mit diversen Sachen drauf. Ich glaube, das ist irgend so eine Form, wo sie was gießen können, glaube ich. Was ich ganz stark vermute, ist, dass es eine Lagerhalle ist. Hier steht zum Beispiel noch eine Waage und hier sind auch wieder Akten. Oh, die sind aber falsch rum drin, oder? Taschenrechner und hier sehen wir auch noch wieder. Alles voll mit Akten und man sieht hier halt eine Waage. Ja, hier haben sie irgendwas gewogen. Ich denke mal, da haben sie diese Paletten gewogen. Die haben sie mit der Laufkatze dann halt hier immer hin und her bewegt und haben das dann hier raufgestellt und dann gewogen. Aber schon krass. Hier haben sie mal eben so eine ganze Garage zugemauert. Das ist ein richtig altes Gebäude mit dem Holzfußboden. Das erinnert mich auch wirklich an meinen Opa.
der hatte auch Holzboden im Laden gehabt. Der hatte auch so ein Eisenwarengeschäft gehabt. Das passt ja jetzt gerade zum Eisenwerk. Das ist voll interessant. Hier auch alles mit Holz. Komplett die ganze Halle mit Holz. Und das sieht so aus, ob hier auch Schienenfahrzeuge langgefahren sind. Guck mal, hier sind so Schienen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es mal wie so eine Meisterbude ist. Das kenne ich mal so aus der Berufsschule her. Da saßen dann die Lehrer drinne oder so als Meisterbude. Was ich gerade sehe, hier Stempelkarten. Hier konnten die dann die Stempelkarten rausnehmen. Automaten findet man hier irgendwie nicht. Und dann konnten die hier halt einstempeln. Hier ist zum Beispiel noch eine Urkunde. Qualitätsstellleiter. Und boah, das stinkt hier bestialisch. Boah, jetzt weiß ich das. Das ist wie mein Gestank, wenn ich meine Schuhe ausziehe. Boah, das riecht so richtig eklig. Hier sind Socken drin. Socken und Schuhe. Das stinkt hier drin. Oder was das hier sein soll, keine Ahnung. Boah, abartig. Einfach nur abartig. Man weiß gar nicht, was jetzt hier stinkt. Das hier oder frisch? Boah. Hier kommt man gar nicht mehr aus den Staunen heraus. Noch mehr Akten. Hier auch wieder irgendwelche Aufkleber. Qualitätsabsicherung. Hier sind sogar noch Teile drin, die sie wahrscheinlich gegossen haben dann. Hier sind irgendwelche Sachen drin, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Domfender, Auflage, Doka. Das ganze Regal noch voll mit Material. Hier oben auch. Alles voll. Ach, kann das sein, dass hier so ein Sicherheitsbeauftragter saß? Guck mal, hier sind sogar Warnschilder, Sicherheitstafeln. Irgendwas hat das hier mit Sicherheit zu tun oder Qualitätsmanagement. Wie gesagt, hier die Aufkleber, Qualitätssicherung. Ich weiß auch nicht immer alles, aber ist schon krass. Also sehr krasse Location hier wieder heute. Qualitätssicherung gesperrt. Das ist nicht durchgekommen. Wenn es bestanden hat, dann gibt es ein Grüne mit frei drauf. Jetzt habe ich nochmal den Angestelltenraum gefunden. Hier konnten die wohl Kaffee trinken, weil ich habe die Kaffeemaschine schon entdeckt. Die gute alte Kaffeemaschine, Kaffeefilter, also die haben auch leckeren Kaffee hier gemacht. Hier steht noch so eine Mikrowelle und hier stehen halt Spinte. Aber ich denke mal, das werden nicht alle Spinte sein. Der Raum ist ein bisschen zu klein. Ich denke mal, hier waren bestimmt Gesellen oder Meister drin. Das werde ich auf jeden Fall pixeln. Hier haben die auch noch von den Kindern die ganzen Fotos aufgehangen hier von der Einschulung. Hier unten noch irgendwas vom Fußball, selbstgemalte Bilder von den Kindern. Das ist immer so schrecklich, ne? Wenn so eine Firma Insolvenz geht und du hast hier schon 20 Jahre gearbeitet und dann bums, bist du weg. Ja, deswegen kleben die Sachen ja auch noch hier dran, die Fotos und sowas alles. Keine Zeit mehr, zack, bumm, vorbei, weg. Ja, das ist manchmal echt traurig. Ich selber habe das auch schon mitgemacht. Ja, ich war auch in einer Firma, wo ich meine Glaserlehre gemacht habe und die ist auch insolvenz gegangen. Da mussten wir dann auch alle zum Arbeitsamt hingehen. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, wenn man da schon jahrelang gearbeitet hat. Hey, hier musst du wieder aufpassen, dass du nicht ausrutscht hier irgendwelche Sägespäne und da auch für. Oh, das riecht hier ganz ölig. Oh, nee. Boah, hier geh ich mal wieder raus, ey. Oh, je. Jetzt wird es nochmal richtig interessant. Radioaktiv. Hier steht Zutritt Röntgen. Guck mal, da oben hängt eine orange Lampe und so eine Tröte dran. Ich denke mal, wenn die geröntgt haben, war diese orange Lampe an oder dass hier was raus und reingefahren ist, weil man hier ja so Schienen sieht. Und da seht ihr das schon, kein Zutritt Röntgen. Ja, wozu braucht man halt so ein Röntgengerät? Also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Wir waren ja vorhin in den einen Raum drin wegen Qualität und sowas. Ich denke mal, dass eben halt der Eisen oder das Eisen eben halt geröntgt wird auf Brüche und damit eben halt die Qualität besser wird, haben die dann hier halt so ein Röntgengerät benutzt. Glaube ich. Also wenn das jemand weiß, der in so einem Eisenwerk arbeitet oder gearbeitet hat, der kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal in den Röntgenbereich rein und ich sehe hier schon, Achtung, Durchstrahlungsprüfung nur hinter der gelben Linie. Also hier ist diese gelbe Linie, ja, dann kannst du halt hier deinen Werkstoff hinstellen und hier, denke ich mal, eben halt das Röntgengerät, was sie dann hin und her fahren haben, glaube ich. Und hier sieht man halt diese Nummern, das kennt man ja aus dem Krankenhaus her,
wenn man ein Bein gebrochen hat oder so, dann werden ja immer diese Nummern hingeschoben. Und dann weiß man halt, Patient 88, Let's Airbags, hat sich den Fuß gebrochen. Und jetzt kann ich mir auch ganz gut vorstellen, was wir in den anderen Raum gesehen haben. Das sind halt diese Röntgenbilder, die sie brauchen, diese Negativbilder, glaube ich, ne? Das sind diese ganzen Kartons, die da von in diesen einen Raum drin waren. Aha, guck mal, die sind nämlich alle leer. Hier sind noch mehr drin. Ah, hier sieht man das. Hier sind diese Röntgenbilder. Boah, hier muss man auch ganz vorsichtig langlaufen. Auf jeden Fall sehr interessant, vor allem wie die Zeit hier stehen geblieben ist. Wie ihr das vorne seht, da eine Uhr. Wir wollen jetzt auf jeden Fall nochmal nebenan ins Gebäude. Ich hatte recht gehabt, hier sind sogar wirklich Fahrzeuge lang gefahren. Hier sind so ganz kleine, schmale Schienen. Hier sind bestimmt Loren lang gefahren in die Halle rein, in die Lagerhalle. Und die haben die Sachen vielleicht zum Röntgen auch hingebracht. Oh, hier so eine alte Schmiede. Vielleicht haben die das als erstes so in Betrieb genommen. Und dann wurde die Firma immer größer. Hier haben wir wieder Gelb für Gas, glaube ich, oder? Blaue Sauerstoff und Gelb oder Acetylen? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich bin schon so lange aus der Schule raus. Ich habe alles wieder verlernt. Also handwerklichen Beruf, mich wieder einzustellen, Leute, lasst es. Da war Betriebsrat und wo kommen wir hier rein? Sanitätsraum, könnte vielleicht auch nochmal entspannt werden. Hier kommen halt die Verletzten rein oder die vielleicht auch eine Krankenmeldung abgeben. Hier sieht man wieder ganz gut, wie im Krankenhaus, diese blauen Fliesen. Und hier sieht man so ein Schild mit 35 Jahre. Also weiß man ja schon, dass sie über 35 Jahre alt ist, diese Firma. Oh, ist das für zum Eingipsen? Weiß ich gar nicht. Kann man seinen Fuß da reinlegen zum Eingipsen? Hier schön diese Metallschränke. Hier waren dann die ganzen Medikamente drin. Oh, was ich hier gerade noch entdeckt habe, hier in der Ecke steht noch eine Trage. Ja, wenn sich jemand in der Firma verletzt hat, dann können sie den halt eben auch abholen. Das sieht ja auch irgendwie cool aus. Schon richtig so verrostet hier. Irgendwelche Schalter. Man kann es gar nicht mehr lesen, was da drauf steht. Aber irgendwelche Stromleitungen gehen da nach oben. Aber hier hinter so ein Holzschrank versteckt. Boah, Leute, ich möchte nicht wissen, was da wieder alles drin steht. Eure Namen. 1993, 1990, 99. Alles voll mit Akten. Ist das Wahnsinn. Arbeitszeit, Verträge. Hier sind noch die ganzen Verträge von den Leuten drin. Gefährdungsbetreuungsabteilung. Lackierarbeiten. Quarzfeinstaub. Was ist da noch drin? Boah, richtig sparkig. Sicherheitsordner. Uiuiuiui, der ist auch ganz schön dick. Ah ja, Deutschland halt, ne? Sicherheit muss sein. Oh, hier, das ist ja sehr interessant. Ja, hier ist sogar eine fristgerechte Kündigung wurde hier ausgeschrieben. 1996. Enthalten vom Lohnbüro am 9.7.96. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich mich fristgerecht kündigen. Kündigungsdatum? Ne, 92 soll das, glaube ich, sein. Da frage ich mich jetzt gerade, warum sind die denn hier drin? Die müssten doch eigentlich vorne im Lohnbüro stehen und nicht hier bei der Krankenstation. Gut, wir gehen mal weiter. Oh, guckt euch das an hier, diese Müllheide. Da vorne, hier, alles voll, der ganze Innenhof. Es scheint aber noch richtig groß zu sein, das Gebäude. Da hinten geht es noch weiter. Hier rechts können wir noch weiter, links können wir noch weiter. Guck mal, da haben sie es schon mal zugemauert. Das haben sie auch schon wieder alles durchbrochen. Hier, Achtung. Achtung, Lasten, Staplerfahrer. Boah! Hier war Produktion. Seht ihr das? Hier haben sie das Eisen hergestellt oder gegossen. Ich weiß es ja nicht. Ich kenne mich damit absolut nicht so aus. Irgendwann eine Klopapierrolle. Wer will die haben? Gucken, was wir hier noch so alles vorfinden. Auf jeden Fall Riesenhalle. Oh, ich habe mich hier gerade erschrocken.
Ja, hier muss man auch wieder aufpassen. Hier, auch wieder diese Schienenfahrzeuge. Das sieht aus, als ob das so eine Lackierkabine war. Nein, ich weiß, was das ist. Das ist eine Sandstrahlkabine. Das habe ich auch in meiner Glaslehre gemacht. Hier, da ist der ganze Quarzsand drin. Hier hast du extra so einen Anzug. Und dann hast du irgendwo die Pistole, aber die finde ich jetzt gerade irgendwo nicht. Hier hängt noch eine Laufkatze über mir gerade. Echt so eine richtig alte Laufkatze. Guck mal, die ist schon richtig verrostet. Guck mal, die Bretter fallen da schon raus. Ist das so eher so eine Lagerbühne oder irgendwie sowas? Guck mal, da kannst du oben langlaufen. Hier ist noch so eine Informationstafel. Sogar hier steht teilweise was auf Englisch drauf. ISO-Norm und sowas, halt eben Qualitätsprüfung. Wir bewerten und kennzeichnen wir die geprüften Gussteile. Hier werden Gussteile hergestellt und wie gesagt, das könnte wirklich eine Sandstrahlkabine da vorne gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Guck mal, da oben ist noch ein Deckenventilator. Licht auf jeden Fall. Und hier, das habe ich schon mal in einer anderen Firma gesehen. Da haben sie diese Deckenstrahler, ja, zum Heizen. Wie viel Gas hier drauf geht, um so eine Halle zu beheizen. Eigentlich müsste man immer so einen Fachmann mitnehmen, wenn man auf Lost Place Tour fährt. Wir sagen dann immer vorher, komm, wir gucken uns ein Eisenwerk an und der uns das richtig erklären kann. Aber das Spannende ist, dass ich so selber das alles sehen kann und ein bisschen was erklären kann. Man sieht hier halt eben die ganzen Rohrleitungen. Irgendwelche Lüftungen, ich keine Ahnung, echt kein Plan. Das sind auch so hier, guck mal, so Kabinen. Hier hängt noch so eine Lampe, die man bewegen kann dann. Und, oder ein Filter, könnte das ein Filter sein? Ich kann das echt gar nicht sagen. Ne? Hier steht auch leider nichts mehr dran. Das kann man gar nicht mehr erkennen, was da drauf steht. Hier sehen wir auf jeden Fall irgendeine Form. Hier wurde auf jeden Fall was gegossen. Boah, sehr große Hallen. Und ich glaube, hier haben sie auch die Formen gegossen. Boah, das ist Wahnsinn, oder? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel. Das kommt mir vor wie in Belgien, das Stahlwerk. Ah, hier, guck mal, das ist ein Ofen. Oder nee, das ist ja so, doch, da sieht man hier Brandspuren. Ja, das war ein Ofen, oder zum Abkühlen. Kann ja, oder die haben hier irgendwas gegossen, guck mal. Noch solche Löcher oben drin, ist ja Wahnsinn. Hier sind auch Steine, ob das Schamottsteine sind. Hier ist auf jeden Fall so ein Wagen. Da haben sie bestimmt irgendeine Form drauf gehabt. Und dann haben sie dann hier reingefahren. Ich habe echt keine Ahnung. Das habe ich ja schon mal in einem anderen Gebäude gesehen, dass die hier irgendwas Formen drin hatten und dass hier was gegossen worden ist. Da sieht man übrigens die ganz große Laufkatze da oben noch. Die konnte dann komplett hier in der Halle langfahren. Bis da hinten hin. Und hier liegt alles voller Sand. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Öl oder ob das extra für sowas ist. Hier für den zum Gießen oder dass sie das irgendwas mit abbinden konnten. Alles voller Sand hier. So eine alte Ölkanne, Zollstock, Wagenschlüssel. Hammer. Hier steht auf jeden Fall Brunnenwarnung drauf. Ja, keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Man sieht auch noch den ganzen Staub hier drauf. Wahnsinn. Wart ihr schon mal in so einem Gebäude drinne und dann ist die Sonne? Die strahlt dann ins Gebäude rein und dann geht die wieder weg. Das ist hier gerade genauso. Strahlt alles gerade so rein, die Sonne. Und dann auf einmal wird es wieder richtig dunkel. Boah, Hammer. Wie gesagt, die haben hier halt eben auch Eisen gegossen. Und da haben sie hier auch diese Schutzanzüge. Ich kann jetzt aber nicht definieren, wozu das gehört. Entweder Knie, Fuß, Hand. Hier ist so eine Wendeltreppe, hier sind wir jetzt mal hochgegangen. Jetzt können wir das Ganze mal von oben anschauen. Das erinnert mich wirklich wieder an Belgien, die Stahlfirma. Gut, die Stahlfirma in Belgien war noch viel größer, aber verblüffend. Man kommt auch überall rein, wie viele Leute hier gearbeitet haben. Auf jeden Fall ganz viel Sand ist hier oben zu sehen. Schott. Da vorne sind noch welche, die fotografieren da auch noch. Also wir sind nicht die Einzigen hier im Gebäude. Aber hier, guck mal, hier liegt alles voller Sand. Hier oben drauf. Haben die das dafür gebraucht? Man weiß gar nicht, was man hier noch alles filmen soll. Das ist so mega groß. Ich möchte euch ja gerne alles zeigen, aber gut, wenn man das sieht, ja, so eine große Halle. Ich versuche nochmal da hinten so einen Raum. Ich denke mir mal, das war irgendwie Lagerraum oder die haben hier die Negativen. Heißt das nicht immer negativ und positiv, wenn die irgendwelche Formen spritzen oder gießen? Guck mal,
Das sind alles solche Formen hier. Alles voll damit. Was haben die hier hergestellt? Das möchte ich gerne mal wissen. Also was für Formen haben die hergestellt? Irgendwas fürs Auto? Holter steht da, Holter 041. Ja, alles voll. Boah. Und alles aus Holz hier, die ganzen Regale sind aus Holz. Das riecht man auch richtig, ob man im Wald gerade ist. Und so eine Stille ist das gerade hier. Ich weiß gar nicht, wo die anderen alle abgeblieben sind gerade. Alles zugestellt. Alles irgendwelche Formen hier. Das sieht ja echt witzig aus hier. Oh, hier, die haben was für Siemens hier hergestellt. Dann haben die hier so ein bisschen sich erweitert. Noch ein Regallager. Diesmal aus Metall. Da ist aber gar nichts mehr drin. Und da seht ihr alles noch voll. Mit diesen ganzen Formen hier überall verstreut. Da geht's auch wieder raus. Irgendwie so das Gefühl, dass ich mich hier komplett verlaufen habe. Ja, da vorne sind auch noch Fotografen. Ich weiß jetzt echt nicht, wo die anderen sind. Du. Hier muss man auch schon wieder aufpassen. Das sieht auf jeden Fall auch wieder sehr interessant aus hier gerade. Es wird auch schon wieder sehr schnell dunkel. Was ich gerade noch gesehen habe, guckt euch mal diese alten Kräne an. Mit den Kabinen. Die sind echt schon verrostet. Hier auch wieder alles voller Form. Hier noch mehr Form. Überall stehen Formen. Und überall Sand. Überall Sand. Hier sind auch noch wieder alles voller Form. Ich glaube, das war sogar Gießsand, oder? Irgendwas war da noch. Ich glaube, die wurden irgendwie, die haben doch immer so einen Abdruck im Sand gemacht, also im Gießsand, glaube ich. Irgendwas war da noch mal. Also wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Irgendwie war da noch was hängen geblieben. Ich bin jetzt aus der großen Halle raus und ihr seht, hier gibt es noch so viel zu sehen. Hier kannst du schon echt 2 Tage filmen und Fotos machen. Ich weiß auch gar nicht, wo die anderen jetzt abgeblieben sind. Wir können auch mal hier einmal ganz kurz reingehen. Oh, hier stehen noch mehr Formen. Alles voll mit Formen. Hier, SKF Marine. Guck mal, haben sie jetzt sogar für die Bundeswehr auch Sachen hergestellt. Hä? Wahnsinn. Oh, hier geht es nochmal nach oben. Hier stehen noch mehr Formen. Überall wieder Formen. Formen, Formen, Formen. Jedes Verweilen unter schwebender Last ist verboten. Hier ist sogar so ein Aufzug. Würde mich ja mal interessieren, was da oben noch ist. Oh, das geht aber aufwärts hier. Puh, noch mehr Formen. Und wieder alles Holzregale. Da geht es noch weiter rauf. Das ist ja richtig krass. Das ist cool, ich bin beim Kran. Ah, hier geht es ein bisschen abwärts. Ich habe echt Angst, hier auf die Bretter zu laufen. Aber hier sind auf jeden Fall die Kräne von hier oben. Und da unten ist die Kabine. Schade, kann ich jetzt gar nicht so richtig filmen. Aber ich will da auch nicht langlaufen, das sieht echt viel zu gefährlich aus. Krass, das sehe ich gerade. Da ist die Kabine. Wie kommt man denn da hin? Ach schade, da. Ich glaube, da oben musst du rüberklettern. Ich komme gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Oh, siehst du? Deswegen haben die das gemacht. Ja, wegen langen Leuten wie mich haben die das ja extra hier so markiert. Sonst wäre ich da jetzt voll gegengehauen. Das wäre knapp geworden. Hier war das Eisen, was warm gemacht worden ist. Ist hier in diesem Behälter drin und dann können die das umklappen und dann da in diese Form reingießen. Das sieht verdammt danach aus. Guck mal hier. Hier ist so ein Schaltpult. Hier konnte der dann stehen und konnte das dann ganze, ja, betätigen. Ja, das glitzert da so richtig drin. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass eben halt hier die Formen gegossen worden sind. Und hier stehen sogar noch Paletten mit diesen Formen drin. Das sieht eher aus für ein LKW irgendwas. Aber das wäre so gummimäßig. Das ist aber Wahnsinn, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ihr wart ja auch schon mal in Belgien, oder? Ja. Das ist die Dimension, ne? Das kann man eigentlich auf die Kamera gar nicht so rüberbringen. Aber gar nicht vergleichbar mit Belgien, ne? Also nee, Belgien war noch viel, viel größer. Ja. Ich bin aber nicht reingegangen, weil der Boden so scheiße war. Boah. Ui. Oh, oh, oh. Die haben mir aber auch Gas gegeben, ne?
ein Sprayer. Aber cool gemacht hier so mit den Büroabteilungen. Ja. Guck mal, haben die doch was für Siemens hergestellt. Für Siemens. Hier sind ein paar bekannte Firmen drauf. Und hier dann so eine Datei. Ja, Dateischrank mit diversen, was sind denn das? Aufträge. Ja, Aufträge. Hier sehe ich aber gerade noch einen Kalender von 2018. Ich glaube, ich muss nochmal hierher fahren und dann nochmal filmen. Da gibt es nochmal einen zweiten Teil. Boah. Der Flur, ne? Der geht ja noch, boah, das geht ja noch ellenlang. Von hier kannst du zum Lohnbüro gucken. Da waren wir schon komplett drinne. Da drüben waren wir drin in der großen Halle. Ach, guck mal, hier haben sie auch schon alles geschreddert. Na, wollten die hier was vertuschen? Guck mal hier, alles voll geschredderter Papier oder Kontoauszüge. Sieht aus wie Kontoauszüge, hä? Das könnte von der Sparkasse sein, oder? Unglaublich, unglaublich, noch mehr Akten. Da steht einfach hier alles so rum. Ich mag es echt nicht mehr sagen, jetzt kletter ich schon wieder über Akten, Ordner. Das ist unglaublich, unglaublich. Boah, da ist ja noch mehr. Was? Alter Schwede! Wahnsinn! Wahnsinn! Da sage ich nichts mehr zu. Einfach nichts mehr zu. Vorsicht, Stufe. Gut, dass ich das gelesen habe. Boah, das ist echt krass. Ja, das, ne? Ja, das ist mal richtig heftig. Schade, dass man nicht alles filmen kann für die Leute, ne? Ja. Da ist ja noch mehr, oder? Ja, es gibt auch noch mehr zu sehen hier, ja. Boah, ja, dann müssen wir nochmal herfahren. Ja, es gibt ja noch die ganzen Gussformen, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja, die Gussformen, da hinten ein ganzes Lager voll. Ja, ich war ja oben schon beim Kran da hinten. Also, Wahnsinn. Echt krass hier, ja. Boah. Ja, gut, dass Anja mich noch eben eingefangen hat, weil hier verläuft man sich so extrem. Und es wird so schnell dunkel, Leute. Ich kann gar nicht alles filmen. Es ist einfach unmöglich. Aber gibt es jetzt noch irgendwas Interessantes, was wir uns angucken können? Ich glaube, das war es erstmal. Das Wichtigste habt ihr auf jeden Fall gesehen. Wieder diese Lüftungsanlagen. Ich weiß nicht, ob das für irgendwas zum Schweißen war. Ich kann es nicht sagen. Weißt du das vielleicht? Ich glaube, die waren hier so einzelne Arbeitsplätze, ne? Ja, das waren einzelne Arbeitsplätze hier mit den Lampen. Hier auch extra noch zwei Spinte. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwas geschweißt haben oder ob das so eine Absauganlage war. Ich denke mal. Das könnte sein, guck mal, hier sind ja diese. Ja, genau, dafür, so Schläuche, ne? Genau. Zum Absaugen. Das könnte schon eine Filteranlage gewesen sein, ja. Ja, irgendwas muss das sein. Filter, Abluft, keine Ahnung. Hier steht ja auch leider nichts irgendwie drauf, ne? Ah, ich könnte doch vermuten, dass es wirklich was zum Schweißen war. Guck mal, Schweißhelm, Bauhelm. Ich könnte wirklich vermuten, dass das irgendwas zum Schweißen war. Oh, guck mal, hier ist noch eine ganz große Filteranlage. Die ist ja doppelt so groß wie die anderen hier. Da saß mal einer, der hat Pause gemacht hier. Und ich bin wieder draußen. Und wenn man so schön filmt und in die Kamera guckt, dann muss man auch auf den Boden gucken. Ja, sonst fällt man wieder in so einen Schacht rein. So, jetzt suchen wir beide die anderen. Ja, erst habt ihr mich gesucht und jetzt suchen wir die anderen. Irgendwas ist immer. Ja, da kannst du noch so viel filmen. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt auch wieder runter. Wir wollen nämlich weiter. Aber war auf jeden Fall sehr gut, oder? Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Trabehäuschen. Ja, hier ist auf jeden Fall Power drauf, ne? Oder hier war mal Power drauf. Hier kann man das besser sehen. Hier ist ein Traveraum, wo man das besser sehen kann. Hier diese fetten Sicherung. Wie laut muss das gewesen sein? Hier in dem fetten Hebel. Wir nehmen alles wieder in Betrieb. Ah, ich glaube, wir haben die anderen wiedergefunden. Die sind im Waschraum. Der Waschraum bleibt geschlossen. Also wir dürfen da gar nicht lang. Mist. Wir haben jetzt eine Ausnahme. Ja. Oh, hier sind die ganzen Mitarbeiter-Spinte. Das war die Tür. Ich liebe diese Spinte. Oh, ich möchte auch unbedingt nochmal so einen Spind zu Hause haben. War. Oh, guck mal Leute, was hier gibt. Kaffee, Zucker. Gucken wir mal in den Spinden. Oh, eine Kaffeemaschine haben die auch am Start. Hier kann man noch sehen, wie viele Mitarbeiter hier vielleicht waren. 714. Hier liegen auf jeden Fall noch Klamotten auf der Erde. Hier sind noch Kleiderbügel drin. Hier werden die Zahlen etwas größer. 837. Hier steht noch die gute Milch für den Kaffee.
Das ist aber noch ein alter Föhn, oder? Da passe ich ja gar nicht drunter. Oder war das für Hände? Nein, Quatsch. Haare. Föhn ist für Haare. Sogar aufgeteilt in Monteure, Schlosserei. Da sind noch Spiegel. Hier noch eine Zeitschrift von IG Metall. Na, Hosenträger sind da noch drin. Was sie so für Arbeitsschuhe an hatten. So mit einer Schnalle. Die sind hier überall. Fällt mir gerade so auf. Hier sogar noch ein Bauhelm. Hier hängt sogar noch ein Urlaubsplan 2018. Ja, Montag, 30.04.2018. Für den Zeitraum sollten 7 Urlaubstage eingeplant werden. Hier sind die ganzen Waschbecken und Duschen. Da kommen wir aber leider nicht rein. Ist leider zu. Ich glaube, der Spind gehörte mal dem Hausmeister, oder? Guck mal, Feudel, Handschuhe, Besen, Spachtel. Oder der Putzfrau. Nee, das kommt eher hin für die Putzfrau, oder? Steht da was drauf? Unser Zirbel für Sie. Dieser Teil wurde für Sie durch unsere Qualität kontrolliert ersetzt. Putzmittel. Ja, alles voll mit Putzmitteln. Hier sehen wir noch kleine Schließfächer. Hier stehen sogar noch überall die Namen drauf von den Mitarbeitern. So, wo geht's wieder raus? Wo war der Ausgang? Ja. Gute Sache. Hallo? Ich kann über die Spinde schon rüber gucken. Hallo? Wo seid ihr? Wie gesagt, man kann hier noch so viel filmen, ja. Schaut auf jeden Fall bei den Lost Place Discovery vorbei. Bei Luca, alles unten in der Videobeschreibung. Vielleicht fahren wir sogar noch das zweite Mal her. Schreibt es auch in die Videobeschreibung. Nee, in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal, ja. Aber war auf jeden Fall sehr cool. Also damit hätte ich auch gar nicht gerechnet. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist mal Lost Place. Wahnsinn. So, jetzt aber abschalten.